Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Life in the Woods Renaissance. Ich werde jetzt mal eine Aufnahmesession starten, die mit Sicherheit mehrere Folgen umfassen wird. Deshalb jetzt einmal so ein kleiner Plan, was ich vorhabe. Natürlich das Haus ein bisschen ausbauen, ne? Hier fehlt noch eine Etage. Dann natürlich warten, bis ein bisschen was hier gewachsen ist an Früchten und Obst und Gemüse. Damit ich mich dann auf den Weg machen kann, irgendwo hier mal eine Höhle zu suchen. Die es mit Sicherheit in einem dieser umliegenden Berge auf jeden Fall irgendwo geben wird. Und ja, dazu braucht man natürlich erstmal jetzt Stein, um das Haus weiterzubauen. Weil ich möchte ehrlich gesagt, in eine von den Höhlen nur ungerne ohne Nahrung rein. Und diese 6 Stock, die jetzt hier sind, reichen da ja nicht. Die reichen jetzt erstmal für wieder 2 rein zu mampfen. Und dann Stein holen. Da das ja Cobblestone ist, beziehungsweise der gechiselte Cobblestone, ist es eigentlich eh egal, welche ich nehme. Ich gucke mir das Haus mal eben so von dem Berg gegenüber an. Irgendwo, wo man gut gucken kann. Einmal 1, 2, 3, 4 hier hoch. Oh! Wen haben wir denn da? Man sah ihn kurz, ne? Den Enderman. Da hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr mit gerechnet. Nicht mehr um diese Uhrzeit. Oder noch nicht um diese Uhrzeit. Die Sonne geht ja fast schon wieder unter. Oder täuscht das? Nee. Jedenfalls sehe ich jetzt auch sehr schön viel hier so gegen die Sonne. Aber doch, das gefällt mir da oben eigentlich ganz gut. Na gut, wenn die Sonne schon wieder untergeht, brauche ich eigentlich gar nichts weiter jetzt erst anzufangen. Weil dann wird die Nacht eben durchgeschlafen. Eben hier gucken, Cantaloupe wächst. Die Berries wachsen nicht, Strawberry ist schon schön. Raspberry, oh, Parsnip schon 57% da, der eine. Okra 29%, Tomaten 29% gewachsen. Ach ja, ich habe vergessen zu gucken, was Brussels Sprout ist. Tja, ich wusste doch, ich habe mir was vergessen. Egal, vielleicht dann zur nächsten Folge. So, einmal die Leiter hoch. Guten Tag. Einmal den Sonnenuntergang genießen. Dachte jetzt, das wäre ehrlich gesagt schon weiter gewesen. Macht aber auch nichts. Vielleicht grabe ich ja gleich für den Stein. Kann ich schon mal planen. Mein Schatten. Hallo. da hinten diese Felswand einfach mal ab. Siehst du eh ein bisschen eigenartig da an der Stelle. Vielleicht grabe ich die dafür ein bisschen ab und verwende dann den Stein zum Hausbau. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Einmal strecken, einmal recken, einmal Morgengymnastik. So, auf geht's. Steine kloppen. Das wird jetzt sehr wahrscheinlich auch ein bisschen dauern. Aber vielleicht stoßen wir auf irgendwas Besonderes hier unten. Aha. Oder auch nicht, ne? ja gut, hätte ja sein können. Na, ich wollte hier noch hoch. Ey, hallo? Typ? Danke. Ging auch schon mal besser, hier irgendwie um die Ecken so rumzuspringen. Weißt du, was machen wir so? So. Ich komme hier ein bisschen oben hin. Ach, das ist jetzt eh noch nicht. Gut, das heißt, ich kann mich auch erstmal reinbuddeln. Zack. Ey, hallo, was los mit der.
mit der Tastatur irgendwie muss was sein. Nein, vielleicht ist es einfach nur an mir. Ich weiß gerade nicht. Ja, man kann echt oben anfangen. Sehr schön. Kriegen wir nochmal ein bisschen Kohle, auch wenn wir sie gar nicht brauchen. Ja, natürlich. Fahr ruhig einfach auf der anderen Seite wieder runter. Das macht mir gar nichts aus. Genauso wollte ich das eh haben. Kein Problem. Ja, passt perfekt von der Höhe her. Den lasse ich mal noch stehen, weil ich glaube nämlich, dass das ein höher ist, oder? Täuscht das? Ach egal, können wir dann gleich den hier drunter wegbuddeln, ne? So. Ah ja, von hier aus sieht das Haus da links auch sehr schön aus. Vor allem mit dem Bett oben drauf. Einfach mal ein Bett ganz oben drauf. Weil es ist schon klasse eigentlich, wenn man sich das so vorstellt, so unter freiem Himmel zu schlafen eigentlich. Wenn das Wetter natürlich draußen dementsprechend ist. Fände ich schon eine extrem gute Idee eigentlich. So, hier ist noch Salz, das nehme ich natürlich auch noch mit. Diese Etage dann. Weil ich dann das Salz ganz gerne noch möchte. Noch eine Etage Salz drunter. Kommt eben noch eine Etage ab von dem Berg. Kein Problem. Oder ein Felsen. Ein Berg in dem Sinne war es ja nicht. Es war ja eine Felsformation. Oder so. Bidding. Eisen. Eisen sag ich schon. Ja. Salz. Das müsste eigentlich dann locker reichen für das Haus. Vielleicht sogar noch für ein Schrägdach. Aber das werde ich später sehen. Falls ich wirklich ein Schrägdach machen möchte, aber ich glaube eigentlich schon. So, das war Diorit. Autsch. Doch noch höher als ich dachte. Egal, haben wir noch was fürs nächste Mal. Sind wir fast ein Stack wieder voll. 2, 1, 2, 1, 2. Und hopp. Sehr schön. Das sieht doch auch schon. Hier hat sich jemand getan. Nö. Ja, doch, Cotton. Cotton wächst. Schön. Parsnip wächst. Ja, klasse. Es geht an. Cucumber und Zucchini sind auch schon bald soweit. So. Ich hab den Chisel nicht mit. Macht nix. So. Ich hab hier noch ein. Na gut, ich hab hier immer noch 29. Den Event verwende ich dann vielleicht später für Treppen, für den Giebel. Müsste eigentlich hier auch noch einer hin. Mit dann nochmal einer weiteren. Leiter oben drüber. Sehr schön. Das haben wir fix gemacht. Nein, haben wir nicht. Weil von wegen Stöcke und so, nicht? Jetzt aber. Haben wir sogar einen zu viel oder zwei sogar dann zu viel.
Weil, wenn das nach da dran kommt. Ja, perfekt. So, was ich jetzt haben möchte, ist eine Falltür. Damit ich das oben auch zumachen kann. Eine Falltür. So, einfach nur Bretter. Ich glaube, es war die Falltür. Einfach nur Bretter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann kommt das nach hier hin. Das geht jetzt dann wahrscheinlich gar nicht, ne? Weil er die Leiter ist, ne? Ja. Ja gut, hätte ich mir dann vorher überlegen müssen. Hätte ich mir die Leiter nämlich sparen können. Ist ja an der falschen Stelle, der muss auf andere Seite gesetzt werden. Ja, dann kann man nämlich hier trotzdem hoch. Muss man einmal oben springen, dann ist man trotzdem oben. Und man kann ja auch einfach ordentlich herlaufen. Sehr schön. Super. Das jetzt hier sind dann Dreierhöhe vom Boden aus, ne? Eins, zwei, drei, müsste Dreierhöhe sein. Eins, zwei, und drei. Also wird die Wand hinterher so. Ein bisschen Sand müsste ich eigentlich auch noch holen von da unten. Dann können wir noch Glasscheiben machen. Ah, ein bisschen Fenster. Ja, jo, übertreib mich gleich. Das ist ein bisschen viel, ne, was du hier baust. Da. Einmal ums Bett rum und ja, von mir aus. Erst nach dahin, geht auch. Und dann hier oben so ganz viel Glas, ne? Wow, das wäre es eigentlich auch noch. Müsste ich jetzt ganz viel Sand holen. Muss erst runter für Stein. Und dann machen wir hier noch so den Rahmen. Hier eine Säule hin, da eine Säule hin. An allen Seiten und der Rest wird dann Glas. Wow. Da könnte ich mich glatt dran gewöhnen. Das kam jetzt gerade so in den Sinn und ich glaube, ich mache das erstmal. Ey, hallo. Na gut, ich lasse das mit der Falltür. Wird nichts. Dann kann nach da oben trotzdem die andere Leiter hin. Drei, zwei, eins nach dort. Das sieht man jetzt natürlich, dass es anderes Holz ist, aber das macht nichts. Beziehungsweise macht mir nicht so viel. Nehme erstmal noch den, glaube ich. Mit eh schon wieder Nacht. Könnte man auch noch ein bisschen was mit Treppen machen, so zur Verschönerung. Ja, hier praktisch, dass das dann nicht so eckig ist, sondern ein bisschen runder. Aber jetzt wird erstmal geschlafen. Gute Nacht, bis morgen. So. Ja, aufstehen und weiter. Gleich aufstehen, gleich in mein Dachzimmer. Reicht natürlich auch wieder nicht. Erstmal zum Frühstück auch Stock. Weil wenn es eh geschüttelt wird, wollte ich doch den anderen noch mitnehmen hier. Wobei die Witch ist kein Cobblestone, ne? Oder? Ja, weiß jetzt gar nicht. Egal, ich gehe einfach neues holen.
Irgendjemand da, den ich nicht hier haben möchte? Nein, gut. Oh, wie schön, oh, wie schön. Es wächst und gedeiht. Auch ohne Föhn. Ja, das. Parsnip. So, haben wir hier dann drei Parsnip-Pflanzen. Mit den anderen zwei kann ich schon mal was zubereiten. Ich habe da schon mal was vorbereitet, ne? Moment. Wie ich schon mal sagte, ich kann es mir halt nicht merken. Herb-Butter-Parsnips können wir machen. Wobei, kann ich wahrscheinlich nicht, weil mir dazu wahrscheinlich was fehlt. Genau, Butter und Spice Leaf. Aber eine Garden Soup aus einem Stock und zwei Parsnips. Eine Garden Soup. Wo ist denn der Pot? Da ist der Pot, da ist der Parsnip. Und Stock haben wir auch. Nee. Das nach dort, das nach da und einen nach hier. Und wir haben, wer hätte es gedacht, eine Garden Soup. Was mir einfällt, ist, dass ich keine Schaufel habe. Das ist natürlich immer doof, so ohne Schaufel. Geht das auch mit Diorit? Nein, falsche Richtung. Ja, nee, wunderbar. Ich hätte jetzt ganz gerne nur Schaufel, Leute. Gut. Sand hole ich später. Ich hole erst Stein. Kein Problem. Welche Reihenfolge ist ja eigentlich auch egal. Einfach hier oben den Felsen weiter klein kloppen, würde ich sagen. Das müsste funktionieren. So auf eine Ebene bringen mit dem Rest. Ich glaube, ich muss auch dann bald schon wieder los Eisen holen. Weil ich würde eigentlich auch ganz gerne bei Gelegenheit irgendwann mal Eisenwerkzeuge haben. Problem ist nur, beim letzten Mal war Eisen schon so schwierig zu finden. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich jetzt da Lust habe, hier den nächsten Berg zu durchgraben. Nur damit dann irgendwo direkt vor meiner Nase zwei Eisen auftauchen und so, ne? Das. Aber das werde ich noch sehen, ob ich dazu dann wirklich Lust habe oder nicht. Das heißt, Lust habe, ich brauche Eisen irgendwann wieder. Das ist ja ganz klar. Das war Spitzhacke Nummer 1. Gut, dass das jetzt passiert. Da habe nämlich eine Ersatzhacke gleich mitgenommen, ne? Ich habe gleich zwei gemacht, weil ich ganz genau weiß, dass die immer dann gerade kaputt gehen, wenn man es am wenigsten braucht. Also das kaputt gehen am wenigsten braucht, beziehungsweise wenn man die Hacke am meisten gerade braucht. Ja, ganz klar. So, gleich auch dann schon fertig hier. Dann geht es noch runter Sand holen. Das Einzige, was ich noch mache, ist, ne, da unten liegt nämlich auch noch Stein, jawohl. Ich wollte einmal gucken, was das hier ist. Ist das alles Salz? Das ist Limestone. Ah, das ist Limestone. Okay. Vielleicht mache ich von dieser Seite auch noch eine Treppe irgendwann hier hoch. Weil das ist ja nervig, dieses andauernd rumzuspringe hier. Aber das ist auf der Prioritätenliste ziemlich weit unten.
Eine Schaufel. So. Dann hier oben das Dach fertig machen. Ob das im Endeffekt wirklich dann das Dach ist, weiß ich noch nicht. Fällt meistens wieder auf. Aber erstmal lasse ich das so. Ja, top. Beste Aktion des Tages. Sehr schön. So, jetzt aber. Hier geht's ja ganz entspannt. Die Leiter unter die hier genau, wo auf den Baum zuführt. Wenn man hier zu viel Geschwindigkeit aufnimmt, ist das vielleicht auch nicht gerade so berauschend für einen selber, ne? Also. Wo fällt Sand am wenigsten auf? Richtig, da wo fällt es am wenigsten auf, wenn was fehlt? Da, wo am meisten vorhanden ist. Hier zum Beispiel, das hier kann man schön wegmachen. Wenn man stattdessen dann Erde hinhaut. Ja, genau. Wenn man dann Erde mit hat, kann man da Erde hin tun. Wenn nicht, dann nicht. Das hier kenne ich noch. Hier sind die Piranhas. Egal. Ich habe eine Schaufel in der Hand. Kommt durch her, Piranhas. Kommt durch her. Da. Oh, kommt keiner. War klar, ne? War klar. Können wir hier noch ein bisschen den See vergrößern. Ich komm nicht rum. Ich geh rum um die Ecke, Junge. Komm schon. Komm schon. Ja. Sand, 40 hätte ich ganz gerne. Erstmal. Wir haben gerade den See renaturiert, ne? Haben hier nochmal so einen Nebenarm eingefügt. Das ist auch immer sehr gut für bestimmte Lebewesen. Ah, die Kirschen sind wieder reif. 1, 2, hopp. Eine Angel wollte ich auch noch basteln. Nee. Alter, fall doch nicht ins Wasser. So, nochmal eine Kirsche. Können wir die auch einpflanzen? Und dann, ob, hallo, da. Jetzt auch schon wieder Nacht. Irgendwie sind die Tage hier kürzer, habe ich den Eindruck. Ein Bäumchen, wo haben wir denn? Da. Ein Cherry Sapling. So, währenddessen kann das schon mal vor sich hin brutzeln. Und diesen Sapling setze ich. An diese Stelle. Müsste da eigentlich wachsen können. Hoppla. Irgendwie will die mittlere Parsnip nicht so ordentlich wachsen, habe ich den Eindruck. Ja, hier, die ist ja, die neu gepflanzte ist schon weiter als die alte, die wächst nämlich nicht. Mal schauen, woran es liegt morgen. Aber ich würde sagen, damit, mit diesem Blick. Ja, gut, ich dachte, ich schläft vielleicht nur noch länger. Ah, ich hab unterbrochen. Okay, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich sagen, mit diesem Blick jetzt hier verabschiede ich mich für diese Folge.
Bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis gleich. Ich werde einfach weiter aufnehmen. Aber bei der neuen Folge ist es dann bis zum nächsten Mal. Euer Nordron.